Liebe Game 2-Freunde, es ist wieder Unspielbarzeit, das Format, in dem unsere geschätzten Kolleginnen und Kollegen fiese Stellen aus Videospielen meistern müssen. Und heute wird nicht nur eine Person gepeinigt, sondern zwei. Yay. Unspielbar. So. Und dieses Mal haben die Ehre Etienne Gardet, Street Fighter Champ, Quake Meister und Florentin Will, der natürlich einerseits Racing Sim Experte ist, aber natürlich auch mit Baba Is You und The Witness Spiele bezwungen hat, die Normalsterbliche quasi gar nicht schaffen können. Wie geht's euch beiden? Mega. Habt ihr Bock? Und wie? Ich kann es kaum erwarten. Es ist immer toll, hier bei diesem Format mitzumachen. Ich frage mich, wofür werden wir bestraft? Ich habe schon den ganzen Tag nachgedacht, was könnte ich getan haben, um das verdient zu haben? Hier ist diese kleine Zelle mit meinem Zellen. Da fallen mir ein paar Sachen ein. Ja, wirklich? Ich habe eine komplett weiße Weste. Ja, aber vielleicht werdet ihr auch einfach gemeinsam eine schöne Zeit haben. Und ich dachte, ja, vielleicht auch so ein bisschen kooperativ. Couch-Koop ist ja auch, das macht ja grundsätzlich auch eigentlich immer Spaß. Mhm. Mit den Freunden, ne? Mit Leuten, die man kennt. Willst du jetzt vielleicht einfach mal sagen, worum es hier geht? Ja, ihr könnt gerne mal den Fernseher anmachen, wenn ihr möchtet. Hast du die Pokémon hier hingepackt? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein Hinweis. Und ich fand, es war schon ein Hinweis. Was ist denn das? Oh, Super Bunny Man. Kennst du das? Nee. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber es sieht schon mal sehr gut aus. Die Frage ist, wir haben hier eine Tastatur, eine Maus. Das ist natürlich jetzt an Eingabeperipherie etwas verwirrend für zwei Leute. Du fängst an. Nee. Was? Vielleicht müsst ihr gemeinsam spielen und vielleicht müsst ihr euch eine Tastatur teilen. Oh, aber okay. Damit ihr und die Leute natürlich da draußen wisst, was gleich abgehen wird, eine kurze Erklärung. In der heutigen Folge Unspielbar wird gehoppelt. Vor ein paar Monaten berichteten wir in Game 2 Folge 292 über ein paar kuriose Videospiele, unter anderem auch Super Bunny Man. Super Bunny Man? Dieses Jump'n'Run minus dem Gerunne ist im Koop dank abstruser Steuerung herrlich chaotisch und alles andere als ein Selbstläufer. Versteht ihr? Wie dem auch sei. Die Aufgabe ist eigentlich ganz simpel. Die Karotte finden, zum Ausgang bringen, nicht hops gehen. Das sollten Florentin und Ellie doch eigentlich schaffen, oder? Ja. Warum gab die Scheiße? Super Bunny Man, ein GOTY-Kandidat dieses Jahres, hatten wir ja auch vor einigen Folgen bei Game 2. Hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Markus hat auch gespielt, der war auch hellauf begeistert. Hi, ich bin Markus und mein Lieblingsspiel ist Super Bunny Man. Und ja, ist soweit alles klar grundsätzlich? Es ist alles klar. Das Einzige, was wir uns fragen, was soll daran schwer sein? Das können wir jetzt gemeinsam herausfinden. Also ihr dürft gerne loslegen. Zwei Beef-Gewinner hier. Bevor wir anfangen. Ich weiß, zwischen uns ist viel vorgefallen. Steht viel im Raum hier mit uns beiden. Lassen wir jetzt ruhen. Lassen wir jetzt einfach zumindest für die ruhen. Zeit wir müssen des Spiels. Zusammenarbeiten, wir müssen konstruktive Lösungen finden. Wir sind ein Team, okay? Und ich verzeihe dir. Gelb. Also, ich bin gelb. Gut. Also wir müssen. Oh, ich hab das schon gedacht. Okay, jetzt rüber. Halt mich fest. Oh, okay, alles klar. Das hat gar nicht so gut funktioniert. Also ich bin gelb. Ich bin pink. Ich roll mal hier drauf. Man kann ja schon viel einfach nur mit Salz machen. Achtung, wir rollen einfach jetzt gleich rüber. So. Ja. Kommst du? Gib mir noch mal eine Sekunde mit. Also sobald einer stirbt, fangen wir alle neu an. Ja, aber die. Sorry, das ist mal wie so ein Kuh-Tritt. Okay. So, wir rollen. Okay. Noch haben sie ja Spaß. Achtung, das ist gleich ja auch rollen. Ja. Ich warte auf dich, okay. Okay, und? Lass uns gleichzeitig mit. Rollen oder springen? Rollen erstmal. Kein Problem. Sehr gut. Ich hab dich. Oh, sehr gut. Langsam. Erstmal gucken, was passiert. Jetzt alles gut, rüber. Alles gut. Oh! Okay. Sehr wir sind schön. Schon fast durch. Ja, ein bisschen später. Warte, ich mach meine Füße so runter, damit du dich an den Füßen festhalten kannst. Und ich halte mich an der Klippe fest. Hier, guck. Greif mich. Fast. Steuerung ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber
schlagen sich nicht schlecht. Greif mich. Wir müssen den Fuß richtig positionieren. Alles gut, kein Problem. Kein Problem. Probier mal jetzt. Ich weiß nicht, ob ich dich greifen kann. Ja, ja, ja! Und jetzt? Oh, stark! Ich dich, guck. Sehr stark, sehr stark, sehr starkes Ding. Teamwork ist auf jeden Fall direkt vorhanden. Ganz, ganz ruhig, ganz langsam. Ah ja, so und dann. Oh, nein! 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 Okay, warte. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Warte. Sehr gut, sehr gut. Ah, gegen die andere. Kannst du gleich, gleichzeitig loslassen und dich abstoßen, dass du an Höhe gewinnst? Oh, mein. Okay, alles klar. Kein Problem, das war schon gut. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Kein Problem. Sehr schön. Ups. Ah. Sorry. Okay. Ich komme zurück. Kannst du noch auf mich warten? Ach, guck mal. Oh, ich glaube, wir kommen aber nicht über die Stacheln drüber, ne? Es sei denn, wir schaffen es wirklich. Nee. Ach, guck mal, da oben? Ja, okay. Nee, was wäre wohl dann da oben? Ja, was ist wohl da oben? Vielleicht die Möhre? Und gleich weiter, direkt weiter, oder? Nee, ich habe mich für die Stahl entschieden. Und los. Ah, sehr gut. Synchro. Ah! Eins, zwei, drei. Jetzt haben wir zu früh gestartet. Halt dich mal an mir fest und ich rolle. Dann sind wir auf jeden Fall zusammen. Oh, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Halt dich einfach. Schöne Pose. Ja, zieh. Hasenkraft, stark. So? So. Nein? Oh, weiß ich gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Lass uns das lieber einzeln machen, okay, oder? Okay, erst der eine hoch, dann der andere. Oh mein Gott! Du lässt mich weg! Das ist ja, aber das können wir bestimmt irgendwie nutzen. Weiß ich nicht. Komm, ich geb dir einen Kuh. Aber wenn... Nein. Kannst du mich? Halt dich. Kannst du mich? Ich glaube, ich kann dich festhalten. Ja, warte. Warte, ich hol dich da raus, kein Problem. Du musst mir nur ein bisschen was von deinem Körper geben. Ja. Jetzt zieh mich! Jetzt! Ah, oh mein Gott! Auf mich! Das tut mir leid! Wow! Kann ja keiner, aber der fliegt ja richtig. Aber das Festhalten ist mega gut. So, du hältst dich fest? Ich halte mich fest. Okay. Das ist ja mega gut. Also die ersten beiden Sachen können wir mit Festhalten ohne weiteres lösen. Kein Problem. Oh, ich dachte... Nein! Erst greifen, dann auf die, so, auf die Schulter. Na, was machst du? Nee, geh mal weiter weg. Ich glaube, ich schaff's ohne dich. Okay. Das passiert, wenn wir nicht zusammenarbeiten, Etienne. Oh, das macht doch Spaß, oder? Und jetzt nehmen wir den Schwung mit. Achtung. Ist doch ganz langsam. Oh, ich bin zu groß, glaube ich. Ich hab dich. Nee, das wird nichts. Oh, diese Drecks, das gibt's doch nicht. So, jetzt. Okay, greif. Wann kippt es eigentlich, dass man keinen Spaß mehr hat? Ungefähr 10 Minuten. Okay. Diese Stelle ist die schlimmste. Das ist halt auch einfach der schwierigste Sprung in der Geschichte der Videospiele, anscheinend. So. Yes. Ja! Oh, ein Doppelsprung, da kommt man viel weiter mit einem Doppelsprung. Scheiße! Ich war im Rausch des Doppelsprungs. Wo ist diese Möhre, von der er sprach? Ja, die könnte nämlich da oben sein, weißt du? Am Ende erfahren wir sind die ganze Zeit an der Möhre vorbei. So, jetzt pass auf. Also man schafft es auch mit einem Sprung, aber ich glaube, der zweite... Jesus Christ, so langsam macht sich Hass schon... Also ich merke, bei mir braut sich da was zusammen gerade schon. Ich mag auch diesen... What? Was? Das geht auch? Schnell! Wow!
wie haben wir das denn gerade geschafft? Wir haben die Eisschorle mitgenommen. Und jetzt? Oh, jetzt haben wir zwei! Oh, das ist ja perfekt! Wie gut ist das denn? Das ist ja perfekt! Wie gut! Ich halte die fest! So, komm, jetzt habe ich eine Stufe da gebaut. Nein, bitte Florentin. Einfach hochpurzeln. Du musst nicht springen. Du kannst einfach... Oh, das ist jetzt natürlich... Einfach nicht springen. Einfach nur nach vorne. Ja, aber dann zieh doch, ich einfach weg. Weiter. Nee. Ja. Jesus. Nimm die Eisschorle. Heißt es Schorle? Nee, das ist was zu trinken, ne? Oh. Ja! Oh. Sehr schön. Okay, jetzt ganz entspannt und locker gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, man kann hier einfach rollen, oder? Sprung nicht nötig. Ja, geh mal. Aber da ist doch schon nach wieder eine... Oh, oh. Greifen. Ja, ja! Okay. Sehr gut. Stopp. Alles gut. Jetzt rollen nicht springen. Ah, da ist der Meister. Ist das die Möhre? Das ist nicht die Möhre. Was ist mit dem... Was ist das? Oh, ich glaube, du bist tot. Oder ja, müssen wir da rein? Das ist der Ausgang. Okay, ich sag dir nämlich, die Möhre ist da oben. So, jetzt habt ihr das Level schon mal gesehen. Ah, die Möhre ist da oben. Aber ist da oben. Ihr müsst es halt mit der Möhre schaffen. Okay, alles klar, kein Problem. Gut. Okay, das ist ja easy. Nee, so kommen wir nicht hoch. Ah, okay. Wir müssen irgendwie da hoch. Ja, okay. Müssen wir beide hoch? Das weiß ich nicht. Oder so. Auch gut. Okay. Ich kann Ihnen gar nicht so viele Tipps geben, weil man muss einfach nur zur Möhre. Es ist halt einfach nur Timing und Ausrichtung. Wie ist die beste Pose? Ich glaube, am besten ist, wenn man einen hochschießt. Lass uns erstmal gucken, ob wir beide hoch müssen oder ob einer reicht. Wie willst du das gucken? Ja, genau, genau der Kick. Das ist exakt. Aber das schaffe ich nie nochmal. Oh, warte mal, da oben ist die Möhre, siehst du? Ja, aber es war mal ganz gut. Da oben ist jetzt sehen wir uns beide nicht. Aber Sie haben die Möhre gefunden. Ist natürlich eine sehr wichtige Info. Ja. Wir müssen einfach auf Glück. Fuck. Danke. Ja. So, jetzt einfach mal auf gut Glück. Ja, das wird nichts. Ja, aber wie soll's sonst gehen? Ich glaube, also, wir müssen einfach... Der Kick, den du eben gemacht hast, der war ja geil. Kannst du nicht einfach meinen Pommelschwanz greifen einfach? Kannst du den nicht einfach mal anpacken? Ja, aber guck, du machst auch gerade nicht. Weil du dich nach vorne einfach, der vorne ist, so. Bleibt kurz stehen. Gut. Der hinten greift einfach. Kurz ran, Mann. So. Wir müssen die Dinge, die wir schon können, schneller machen, damit wir effizienter an den Problemen arbeiten können, die wir noch nicht können. Aber das hat doch alles schon Hand und Fuß bei euch. Ja. Na, das ist lustig, du. So, und jetzt gehst du gleich nach vorne und springst. Ja. Aber warte mal, vielleicht so ein Katapult. Ja, wir müssen mal gucken, dass der eine die Füße des anderen greift, glaube ich. Aber warte mal, wie ist denn das, wenn wir die Karotte überhaupt erstmal haben da oben, wie kommen wir denn da wieder runter? Wir wissen nicht, was diese Karotte überhaupt ist. Lass uns erstmal gucken, dass einer auch hochkommt. Oh. Okay. What the fuck? Okay, nice. Warte. Wir müssen die Karotte nehmen. Greifen, ja. Ja, und jetzt ist nämlich das Problem, wie kommen wir da wieder runter? Warte mal ganz kurz. Nee, wir müssen das mit Schwung machen. Wir müssen beide und spring. Abstoßen von der Wand. Oh! Nein. Moment, du lebst mit der Möhre. Du lebst auch noch, du lebst doch. Ich rutsche. Einfach spring. Ja! Nein! Ich gehe weiter. Aber gut. Reicht's, wenn einer im Ziel ist mit der Möhre? Kannst du ja mal ausprobieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Einfach durchcheesen, einfach so viel springen und gucken, dass man irgendwie Schwung kriegt. Was? Guck mal, ich bin irgendwie unsterblich mit der Karotte. Kann das sein? Ja, probier.
Aber ihr hattet die Karotte in der Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Bin gespannt, ob die es tatsächlich nochmal so hinkriegen. Yes! Yes! Okay, super. Jetzt ist aber die Scholle nicht losgefahren, ne? Ja, aber wir haben es ja eben auch ohne. So, nimm die Karotte. Nee. Nee. Ich. Lass mich doch mal los. Okay. Mensch, wir sind Hasen. Wir müssen doch wissen, wie man die Karotte nimmt. Ja, okay, warte. Okay. So, jetzt haben wir sie beide. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Ja. Eins, zwei, drei. Ja, weiter. Oh, okay. Okay, aber das war doch schon super. Das war doch schon richtig gut. Machbar hier. Okay, und los geht's. Okay. Ja, hat nicht geklappt, aber ist egal. Nehmen wir mit. Warum? Egal. Warum nicht? Nehme ich. Aber irgendeiner muss loslassen. Ich muss loslassen. Okay, alles gut. Stopp. Alles gut. Wir sind statisch, okay? Nein. Boah, dieses Eis. Okay, passt schon. Aber ich glaube, unsere Strategie ist sehr gut. Danke. Ich kann auf jeden Fall sagen, Markus und ich, als wir das gespielt haben, gut, wir haben nicht versucht, so komplett auszurasten. Wir haben viel länger gebraucht. Ich glaube, wir müssen doch noch die Scholle ein bisschen mitnehmen, oder? Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich kurz Panik. Halt! Warte! Aber jetzt geht's wieder. So, jetzt mit Schwung drauf und dann, ja, genau. Ja, fast. Wir kriegen keine Mühe. Warum hat das denn? Ja, weil das einer Zufall war. Oh. Ja. Oh, ja. Yes. Wie haben wir das denn jetzt hingekriegt? Aber das war gut. Also ich muss sagen, mir gefällt eure Strategie, die Physik des Spiels komplett aus den Fugen zu heben. Oh! Das hätte ich fast festhalten können noch. Ja, wir haben die Jump-Technik noch nicht gemastert hier. Problem ist, du musst es halt machen, halt während du aber fährst mit der Scholle. Ne? Ich komm ein bisschen später, sorry. Lass uns mal. Oh, gar nicht schlecht. Haare mal aus. Das ist super. Solange wir beide uns nicht bewegen auf der Eisfläche. So, nee, stopp. Lass mich mal ranfahren. Ich komme zu dir und du kommst du so noch weiter überhaupt? Warum fahre ich denn jetzt nach rechts? So, du musst mich greifen. Nein, du lässt das mal. Mach das mal gar nichts, bitte. Ich versuche jetzt einfach mal sicher auf die Scholle zu kommen. Nee, du hättest mich greifen müssen. Nein! Warum hat das ein rechtsdrehendes Eis? Nee, zurück und. Lass uns mal versuchen, dass der eine den anderen stößt. Oh, ich dreh durch. Und zwar. 3, 2, 1. Ah, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Das ist aber tatsächlich spannend jetzt. Mein Fehler? 70-30, das war beiden Seiten so ein bisschen. Aber es ist doch eine schöne Teambuilding-Bonding-Maßnahme, halt oder? Halt die Fresse, komm. Okay. So, warte, jetzt mach du deinen Handstand. Auf die Scholle. Lass uns mal trocken üben, bitte. Guck mal, jetzt drehen wir uns und wenn du quasi mit deinem Bommelschwänzchen Richtung Plattform zeigst, kick ich. Und dann schieße ich dich hoch und du nimmst mich mit. Das ist ja jetzt quasi Super Bunny Man Wissenschaft.
Das wird klappen. Aber wie geht das, wenn du mich hochschießt und ich dich mitnehme? Ist es nicht? Ich meine, du kannst dich auch nicht mit einer Schnur an einem Ball festbinden und den Ball werfen. Das geht. Guck. Und dann dadurch schnell durch die Luft fliegen. Achtung. Stark, stark. Aber das Problem ist, du stirbst. Das Problem ist, du stirbst. Ja, weil du mich nicht mitgenommen hast. Aber wie geht es? Wie kann ich dich mitnehmen, wenn du mich wirfst? Naja, wenn ich dich jetzt schleudern würde. Ja. Und dann hältst du dich an mir fest. Ich glaube, du hinterfragst zu viel jetzt hier den Realismus gerade. Aber ich bin dafür einfach. Wir können es auch einfach dem Zufall überlassen. Es wird schon irgendwann klappen und dann haben wir's. Wir müssen es. Ja, okay. Ja, das ist absolut erbärmlich. Das ist absolut erbärmlich. Das ist mal schlecht. Warum hat es vorhin so gut geklappt? Ich habe keine Ahnung. Wir hätten es uns merken sollen, wie wir. Jetzt kommt aber auch ein bisschen Hass. Das war einfach nur ein bisschen Wut hier. Ui! Stopp! Vielleicht kriegen wir es jetzt in die andere Richtung hin. Weil da können wir auf dem festen Boden, glaube ich, mehr Kontrolle haben. Oh Mann, kannst du mich greifen? Komm, ich rette dich. Du musst auch ein bisschen mitarbeiten. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß. Ja? Oh. Ja! Aber warte mal, das ist keine dumme Idee. Warte mal, der eine hält sich an der Scholle fest und schießt den anderen nach oben. Dadurch fliegt der eine nach oben und der andere fährt mit der Scholle in Sicherheit. Welche Rolle willst du? Der Springer oder der Klammerer? Klammere. Okay, also deine Aufgabe ist es, dich am Boden festzuhalten. Von der Scholle. Genau, und Füße nach oben und dann musst du mich hochballern. Das ist es. Genau. Das ist die Position. So, und dann kannst du jetzt noch hoch. Hüfte, genau. Wenn du mich jetzt schießt, hättest du mich ja weggeschossen. Genau. Das heißt, rollen wir weiter, wir rollen auf die zweite Scholle. Warte mal, nur ganz kurz als ich lass nicht mehr los. Addendum. Wenn du oben bist, spam ich einfach und du lässt im richtigen Moment los. Ja, okay. Okay, dass du selber entscheiden kannst, aber wann du springst. Ja, okay, aber ich kommst du jetzt noch hoch auf mich? Ja. Genau. Aber ich weiß immer noch nicht, wie du dann mitkommst. Ich klammer mich ja an der Scholle fest. Okay. Dann lass mal jetzt los. Aber kannst du jetzt hoch? Ja. Genau. Ja. Und dann musst du im jetzt richtigen Moment loslassen. Okay. So. Genau. So? So. Nein, noch nicht. Ja, wir sind doch erst doch bei der zu zwei. Üben. Ja, aber übst doch gleich. Ich versuch's doch zu üben. Warum lässt du jetzt los? Ja, weil ich dachte, dass du mich kickst. Komm zurück. Aber die Idee ist gut. Und? Ja, fast. Aber es war nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall sehr elegant aus. Ja, das war doch... Yes! Flieg! Flieg! Loslassen! Du musst loslassen, im richtigen Moment, okay? Und... Ich dreh durch! Aber das sah nicht schlecht aus. Kriegen wir das hin. Die Taktik ist super. Ja, warte. Und... Yes! Okay, geh weiter. Ich mach nichts mehr. Obwohl, geh ein bisschen nach links. Ah, shit, du kommst da nicht mehr über die Stacheln. Das ist natürlich jetzt das nächste Problem. Nee, dreh dich um und schieß die einfach mit deinen Füßen nach links. Aber da sind ja die Stacheln im Weg. Hä? Aber dann schubst du sie doch nach da und ich kann drauf. Du bleibst einfach da, du musst ja nicht mit. Jetzt ein sehr kritischer Moment. Das ist... Oh. Okay. Das ist aber falsch rum, ne? Ist doch egal. Yes! Okay, alles gut. Alles gut. Kurze Pause. Okay. Hui. Jetzt müssen wir da hochkommen irgendwie. Jetzt nicht in den Abgrund fallen. Halt dich auch an der Möhre fest, dann können wir nicht mehr da runterfallen. Wenn wir zu dritt sind. Also Möhre, du und ich. Weißt du? Wir sind ab jetzt zu dritt, Eddie. Halt dich an der Möhre fest. Die Möhre zu... Hier. Boah, ey, keine ungünstigen Sprünge jetzt bitte.
Halte ich an der Möhre fest. Ja. So, und jetzt helfen wir uns. Wie so ein Catwheel. Weiß nicht, ob es das gibt. Vorsicht. Nur rollen. Nur rollen. Und weiter. Rollen, rollen. Oh, oh. Bitte, bitte. Oh, alles gut, alles bitte, gut. Bitte, bitte, bitte. Alles gut, alles gut, alles ja. gut. Wir alles müssen gut. einfach da hochrollen. Ja, ja, okay. Ja. Oh. Nee. Jetzt. Ja. Nein. Doch, doch, doch. Oh. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Ja, weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Alles gut. Okay. Weiter, weiter, weiter. Auf die Scholle. Ah! Stopp. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kommen da noch Stacheln? Nein! Ich denk dein fucking Ernst! Oh. Das war richtig spannend. Das kriegen wir nicht. Aber das kriegen wir super reproduziert. Überhaupt kein Problem. Das kriegen wir nie wieder. Doch, doch. Kein Problem. Ey, wir haben die perfekte Technik. Wie denn? Wir haben die perfekte Technik. Das mit dem Hochschießen hat genauso funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Okay, zu früh losgelassen. Warte noch nicht. Und los! Yes! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Richtig gut aus. Mann, das machen die ja echt gut. Ne? Die haben ja alle Zeit der Welt. Spielen. Oh. Nein, oh. Nein. Oh. Nein. Oh. Was machst du denn? Ja, ich war ungeduldig. Das ist natürlich. Und go! Weiter, weiter, weiter. Wir sind noch heiß. Okay. Und hoch! Yes! Das sieht halt richtig gut aus. Super. So, ich kümmere mich um die Scholle. Wir haben ja immer die gleiche Ausrichtung. So, jetzt, da genau. Und jetzt musst du zuckeln. Nee, das ist... Ich ruf kurz meine Mutter an, ja? Mama? Mhm. Ja, mit Florentin, der spielt da so ein Spiel. Eisschollen treten. Ja. Yes! Ich muss auflegen, Mama. Ich weiß nicht, warum das geklappt hat, aber das hält mich nicht davon ab, die Früchte des Zufalls zu ernten, die ich nicht verdiene. Das kann nicht der richtige Weg sein, sorry. Doch, das ist, glaube ich, genauso gedacht. Wenn wir jetzt in der Komplettlösung nachschauen würden. Hey. Das ist nur eine Knieverletzung. Wie habe ich es gerade geschafft? Ich hab hier keinen Grip mehr! Ich hab hier keinen Grip mehr! Aber du wirst immer, du kommst immer näher! Ah, oh, fuck, ich bin so dumm. Und. Back. Ich sag gar nichts mehr. Okay. Okay. Das ist gut. 3, 2, 1. Yes. Sehr schöner Gesichtstritt. Kann ich das irgendwie verlangsamen hier? Nur, was ist das denn mit der Scholle? Ja, sehr gute Ausgangssituation. Ein Schwung! Super! Fantastischer Tritt. Bremst, bremst. Nein, geht nicht, ne? Okay, Eddie versucht's nochmal. Alleine. Oh, verdammt! Wie geht? Ey, da muss man sich doch irgendwie drüber bubbeln können, ey. Ja, man kann sich drüber bubbeln. Aber das haben wir mittlerweile richtig gut drauf hier. 3, 2, 1. Das war so klar, dass. Ja, ich hab's gejinxt. Das war so. Das war. Nein! So nach einer Stunde, wie geht's euch? Was macht die Motivation? Gut, macht Spaß. Können wir was zu essen haben? Oh, ich will ein Eis. Ich glaube, Eis hätten wir sogar. Will ich auch nehmen. Okay, 3, 2, 1. Zu spät. Komm mal. Komm, wir machen das jetzt und dann in 5 Minuten ist mein Eis als Trophäe. 3, 2, 1. Ja. Das klappt wie eine 1. Das hätten Markus und ich auch mal machen können. Das wäre viel einfacher gewesen. Yes! Ich hab die Scholle, ich hab die Scholle. Ich hab die Scholle. Muss ich nur noch irgendwie. Nein, die darf nicht zurück. Aber es ist auch nicht einfach, einfach eine Möhre zu greifen so. In diesem Spiel. Jetzt aber pass auf, dass das Timing stimmt. Oh!
Fickst du denn, Florentin, du dummer? Warum kriegst du denn nicht weg? Die Scheiße! Füll sie weg! Warum kriegst du denn nicht weg? Ich wollte dir helfen! Ich wollte dir helfen! Du kriegst mich zweimal weg! Am Ende der Stacheln, da war da nichts mehr! Gibt's so! Beruhig dich wieder! Ah, ich dachte, du bist... Was machst du da? Kriegst du mich weg? Aber ist okay, wir haben... Das ist alles super verlässlich. Es ist kein Problem. Wir haben das. Wir haben das. Alles gut. Was war denn das? Zweimal! Okay, alles gut. 3, 2, 1, go! Flieg, mein Junge! So ganz schnell. Okay, jetzt. Konzentration. 3, 2, 1. Ja, nice! Stark. Vorsicht! Wirklich? 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 Oh. Ja! Blut wurde vergossen. Ja! Nimm die Karotte, ja. Eins so, noch weiter. So, wirklich? Jetzt Speed, weiter. Und Kick. Wir machen es genauso wie ihr. Ja, wer am nächsten an der Kante ist, muss springen im letzten Moment. Ja. Also ich sag mal so, optimal, wird die Möhre gerade nicht gehalten, aber vielleicht reicht's ja. Aber wir sind sehr sicher. Ich glaube nicht, dass wir hier runterfallen können. Ja. Yes! Sehr gut. So jetzt ganz kurz checken. Wir müssen gemeinsam auf die Scholle und dann gemeinsam auf der Scholle bleiben. Niemand lässt jemals los. Wir können aber beide nicht mehr greifen. Ne? Das heißt, wir dürfen nicht mit zu viel Schwung auf die Scholle. Warum können wir nicht greifen? Ja, weil wir die Karotte greifen. Aber wir halten uns an der Karotte fest. Ja, wir halten uns an der Karotte fest. Stimmt, wir können die Scholle nicht greifen. Aber wir dürfen nicht zu schnell auf die Scholle. Wir müssen langsam jetzt. Erst auf der Insel hier halten. Und jetzt langsam. Rauf. Ruhig. Einfach. Geht. Ja! Ja, durchgespielt! Ja, Rekord! Spielbar! Absolut spielbar! Puh! Okay! Ja, schön. Gratulation! Das habt ihr ganz fantastisch gemacht. Wie geht's euch? Gut, super. Wo ist unser Eis? Gut, doch, das war ganz gut. Ich glaube, am Ende war natürlich auch so ein bisschen Glück mit dabei, dass es so geklappt hat. Aber ich finde diesen Sprung, da wo ich dich hochdrücke mit den Beinen, also das war ja wirklich... Meinst du, es hat uns geholfen, dass wir beide sehr versiert auch in Physik sind? Auf jeden Fall, doch. Also das hat man schon angemerkt. Diese Winkel ausrechnen und so, das hat mir zumindest geholfen. Kraft, Masse, Trägheit, einfach, dass wir da ein Grundverständnis Tangente haben. Tangente angelegt und dann... War ja auch sehr schön zu sehen, ne? Vom Anfang eher etwas chaotischen, von der etwas chaotischeren Vorgehensweise zu der etwas präziseren gegen Ende. Das hat auf jeden Fall schon sehr viel Spaß gemacht. Oh, zum Glück. Aber das habt ihr geschafft. Ihr habt unspielbar besiegt, ihr habt Super Bunny Man besiegt. Du hast es super gemacht. Dankeschön. Ich finde, wir haben da gut konstruktiv zusammengearbeitet. Und du hast am Ende, glaube ich, komplett über die Stacheln geschafft mit der Möhre. Ja. Einfach wagemutig drauf los. So ganz leuchtet es mir nicht so ein, weil warum es mit der Möhre manchmal klappt. Ich glaube, du hast so ein bisschen Spielraum mit den Stacheln, wie viel Schaden du kriegst. Aber das hast also du an der Möhre, das hätte ich nicht geschafft. Also das wirklich, das konntest nur du. Und du wurdest in die Stratosphäre geschossen zur Möhre, weil ich einfach weiß, dass du mit Möhren gut umgehen kannst. Du kennst dich aus und du hast sogar über die Stacheln geschafft. Also das ist toll. Traumhaft, sehr, sehr gut. Spielbar. Cool. Spielbar. Dann war es das mit dieser Ausgabe von Unspielbar. Ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar dalassen, die Performance von Florentin und Ede loben, weil das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Was machst du heute Abend noch? Was, oder? Das war Unspielbar. Das war unglaublich einfach. Es tut uns leid, dass die Folge nur 4,5 Minuten lang war, aber wir haben es einfach relativ schnell geschafft. Deswegen, wir brauchen neue, sehr, sehr schwere Spiele. Wisst ihr irgendwas? Irgendwas, was wirklich eine Herausforderung wäre, auch für Florentin oder mich oder für irgendjemand anderen so Sachen? Vorstellen. Es ist halt sehr schwer, da was zu finden, weil wir halt wirklich auch sehr, sehr gut sind. Aber vielleicht findet ihr irgendwas. Schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet bei Unspielbar. Ansonsten vielen Dank fürs Liken, Abonnieren und fürs Zuschauen. Genau. Glumanda freut sich. Spisasam.